Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, die derzeitige Lage ist in der jüngeren Geschichte unseres Landes beispiellos. Wir stehen vermutlich erst am Anfang einer Krise und ihrer Folgen, die uns in dieser Dimension vor weitreichende Herausforderungen stellt. Krisen wie diese verlangen von uns schnelles, dennoch überlegtes und entschlossenes Handeln. Und sie verlangen ein erhebliches Maß an gegenseitigem Vertrauen. Ich möchte deshalb voranstellen, meine Fraktion wird diesem vorliegenden Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 zustimmen. Diese Zustimmung bedeutet allerdings auch einen erheblichen Vertrauensvorschuss. Und zwar nicht nur von meiner Fraktion, sondern vor allem einen Vertrauensvorschuss der Bürger unseres Landes, die auf die Notwendigkeit der daraus einschneidenden Maßnahmen vertrauen. Denn der vorgestellte Nachtragshaushalt ist im Wesentlichen ein Globalhaushalt, ein Blankoscheck über 800 Millionen Euro. Und der ist der Opposition auch als Kontrollorgan kaum möglich, seine verfassungsmäßige Funktion im Detail wahrzunehmen. Dennoch ist diese Vorgehensweise angesichts der Ungewissheiten über die noch anstehenden Herausforderungen sinnvoll, um flexibel und lageorientiert reagieren zu können. Grundsätzlich befürworten wir die von Ihnen angekündigten Maßnahmen, denn einiges entspricht ja auch den Forderungen, die wir selbst bereits im Vorfeld gestellt haben. Diese Zustimmung bedeutet aber keineswegs, dass wir vorliegend keine Einwände hätten oder per se mit allen Maßnahmen quasi vorauseilend einverstanden wären. Das betrifft etwa die Aufnahme neuer, umfangreicher Kredite. Hier befürworten wir vielmehr die Entnahme von Mitteln aus der bestehenden Haushaltssicherungsrücklage in größerem Umfang. Ein entsprechender Antrag liegt Ihnen bereits vor. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, wie lange die bereitgestellten Mittel von Bund und Land im Rahmen des Zukunftsfonds Rheinland-Pfalz tatsächlich ausreichen werden. Gerade kleine Unternehmen bis 30 Mitarbeiter werden sich nur wenige Wochen ohne Umsätze halten können, bevor die Insolvenz droht. Selbstverständlich wird zu gegebener Zeit auch über Nachlässigkeiten, Versäumnisse im Vorfeld oder Fehler bei der Bewältigung der Krise selbst zu reden sein. Dabei geht es nicht nur um die Klärung von Verantwortlichkeiten, sondern vor allem darum, die notwendigen Lehren und Konsequenzen zu ziehen, kurz um eine schonungslose Nachbereitung, Lessons learned. Wir verbinden mit unseren jetzigen Zustimmungen aber auch eine klare Erwartungshaltung und konkrete Forderungen. Die Bereitstellung der umfangreichen Haushaltsmittel durch Verabschiedung dieses Nachtragshaushalts ist nur ein erster Schritt. Wir erwarten von der Landesregierung eine zielgerichtete Verwendung der Mittel, aber auch eine weitreichende Planung über diesen Nachtragshaushalt hinaus. Also auch darüber, wie es weitergehen soll. Wie, wann und unter welchen Bedingungen wir schrittweise zur Normalität zurückkehren. Wir erwarten insofern auch maximale Transparenz hinsichtlich der getroffenen Maßnahmen und der verwendeten Mittel. Wir erwarten ebenfalls eine umfassende und periodische Evaluation der getroffenen Maßnahmen, damit diese permanent angepasst werden können und bestehende Einschränkungen für die Bürger nicht länger aufrechterhalten werden müssen, als wirklich zwingend erforderlich. Die Sach- und Gefahrenlage muss fortwährend neu bewertet werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass das in den wöchentlichen Ältestenratssitzungen sowie beschlossen umfassend erfolgen wird, Frau Ministerin Ahnen hat das auch bereits angekündigt. Darüber hinaus gehört insbesondere die Erfassung, aber auch und Auswertung der Grunddaten zu den wichtigsten Grundlagen solider Entscheidungsfindung. Es verwundert schon, dass wir bis heute nur geringe Anstrengungen unternehmen, flächendeckende Infektionstests durchzuführen und zu dokumentieren. Wie wollen wir denn Krankenstände, Krankenhauskapazitäten und Personal vorausberechnen, wenn wir nicht wissen, wie viele Menschen aktuell infiziert sind, aber noch nicht erkrankt sind? Was wird unternommen, um beispielsweise Selbsttests zu entwickeln und damit gegebenenfalls Druck auch aus dieser kollektiven Isolation zu nehmen? Meine Damen und Herren, schließlich haben wir aber auch ganz konkrete inhaltliche Vorschläge, die wir im Wesentlichen in den Ihnen vorliegenden Anträgen formuliert haben. Erstens, wir erwarten, dass die versprochenen Hilfen tatsächlich schnell und unbürokratisch dorthin gelangen, wo sie benötigt werden. Hierzu braucht es verbindliche und enge Fristvorgaben. Zweitens, besonders betroffene Branchen wie etwa das Hotel- und Gaststättengewerbe mit seiner herausragenden Bedeutung für unser Land müssen im Fokus stehen. Der DEHOGA hat in diesem Zusammenhang ja klare Forderungen erhoben und auch nicht mit Kritik gespart. Drittens,
Ergänzend zur Möglichkeit von Kleindarlehen benötigen unsere Klein- und Mittelbetriebe ein echtes Soforthilfeprogramm des Landes für besonders betroffene Branchen, das Zahlungen ohne Rückzahlungsverpflichtungen beinhaltet. Hier ist eine schnelle Bearbeitung gewährleistet, da Kreditwürdigkeitsprüfungen durch die jeweiligen Banken dann entfallen. Viertens, bei der Bereitstellung dieses Haushaltsmittels ist es zudem mit der klaren Erwartung verknüpft, dass die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten nicht zulasten der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser geht, sondern vollumfänglich vom Land getragen wird, soweit die Kosten nicht bereits anderweitig übernommen werden. Sicherzustellen ist der Zugang von Berufskraftfahrern zu sanitären Einrichtungen und deren Verpflegung. Sie sind neben den vielen anderen Helden, wie heute Morgen schon mehrfach angesprochen, eben auch die Helden der Landstraße und tragen derzeit die Hauptlast der allgemeinen Versorgung. Und sechstens gilt das auch für die Versorgung besonders geschwächter Gruppen mit Essen, Nahrungsmitteln und sonstigen Waren des täglichen Bedarfs. Diese Menschen sind bereits jetzt deutlich stärker von Einschränkungen des täglichen Lebens betroffen als andere. Nicht einmal der Gang zur Tafel ist für viele mehr möglich. Wir schlagen deshalb einen Fonds vor, mit dem gemeinnützige Organisationen, aber auch Unternehmen Angebote zur mobilen Versorgung schaffen können. Wir möchten kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 50% der anfallenden Kosten bei der Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die den Infektionsschutz am Arbeitsplatz ausbauen, um so eine frühe Wiederaufnahme der Produktion oder Dienstleistung zu ermöglichen. Achtens, die Auflösung der Rücklage zum Breitbandausbau im Zuge des Nachtragshaushalts darf nicht dazu führen, dass Maßnahmen in diesem Bereich auf Eis gelegt werden. Denn gerade in diesen Tagen, wo flächendeckendes Arbeiten im Homeoffice und virtuelle Klassenzimmer notwendig werden, erkennen wir, wie wichtig Hochgeschwindigkeitsnetze für uns alle geworden sind. Neuntens, die für eine wissenschaftlich fundierte Bekämpfung von Corona-Krise erforderlichen Daten müssen umgehend und umfassend erhoben werden. Nur so können wir passgenau die wirklich sinnvollen und notwendigen Maßnahmen ergreifen. Zehntens, schließlich regen wir an, dass ein Sonderfonds aus Rundfunkbeiträgen eingerichtet wird, mit dem Journalisten und Kunstschaffende vor Ort unterstützt werden. Der großzügig bedachte und abgesicherte öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte so die von ihm selbst immer wieder beschworene Solidarität wohltuend demonstrieren. Meine Damen und Herren, unsere Zustimmung ist nicht nur ein Vertrauensvorschuss für die Landesregierung, die jetzt das Ruder fest in der Hand halten muss. Sie ist vor allem ein Vertrauensbeweis für die Stärke und Willenskraft unserer Unternehmen und der Menschen in diesem Land. In Ihnen allen ruht unsere Hoffnung. Ihnen allen gilt unser Dank, allen voran denjenigen, die in unserem Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst, aber auch im Einzelhandel und in vielen anderen Stellen jeden Tag ihre ganze Kraft einsetzen, um Leben zu retten und die öffentliche Ordnung und die Versorgung unserer Bevölkerung zu gewährleisten. Herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, gemeinsam, und das ist ja heute Morgen betont worden, können wir diese Krise bewältigen. Lage angepasst, schnell und entschlossen gehandelt wird. Die AfD-Fraktion wird ihren Beitrag, wo immer möglich, leisten. Vielen Dank.